Ich habe jetzt in meiner Meisterklasse eine unglaublich große Ehre und zwar fühlen wir uns wirklich sehr, sehr stolz, dass in unseren altehrwürdigen Hallen im Stoi eine lebende Legende zu Gast ist. Und wer kennt ihn nicht? Jeder, der sich jemals mit großartiger Kulinarik beschäftigt hat, kommt an diesem Mann nicht vorbei. Wie schon gesagt, eine lebende Legende, 3 Sterne, 25 Jahre lang. Es ist eine sehr, sehr große Ehre. Herzlich willkommen, Harald Wohlfahrt. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und es ist für mich eine besondere Ehre, hier auf dem Hof zu sein, ihn kennenzulernen. Ich selber bin ja auch auf dem landwirtschaftlichen Anwesen groß geworden. Ich weiß also auch, wie die Produkte alle erzeugt werden und freue mich, dass ich zu deiner Grillmeisterklasse hier auch einen Beitrag leisten kann. Ich habe ja schon eine Meisterklasse hinter mir, wo eben die Interessenten sich so ein bisschen in die Kochwelt rein versetzen können und das alles auch nachkochen können, was wir dort gemacht haben. Und jetzt habe ich ein ganz, ganz tolles Rezept. Ich habe eben zu deinem Grillkurs habe ich einen Barbecue-Lack, den wir jetzt den Zuschauern zeigen wollen. Und da kann man Kalbfleisch und Rindfleisch ein ganz besonderes Aroma verleihen. In dem Fall hier machen wir jetzt ein Kalbsfilet, das werden wir Sous-Vide garen. Der Sous-Vide garen hat den Vorteil, dass wir das Fleisch bei niederer Temperatur garen und im letzten Finishing für 10, 15, 20, 25 Personen problemlos dieses Fleischstück hinterher auf den Grill legen, mit dem Lack einpinseln, noch ein paar Kräuter drum aufschneiden mit der Beilage und haben ein fantastisches Aroma auf dem Teller. Hört sich schon mal wirklich fantastisch an, muss ich sagen. Jetzt habe ich mir gedacht, als es hieß, Harald Wohlfahrt kommt zu uns in den Stoi, zu meiner Barbecue-Meisterklasse. Grillt ein 3-Sterne-Koch eigentlich? Ja, ich bin ein ganz großer Grillfan. Ich habe zu Hause 4 verschiedene Grills. Zum einen Pelletsgrill, zum anderen Gasgrill, der den Vorteil hat, der heizt natürlich sehr schnell auf. Habe dann aber Elektrogrill und habe noch einen gemauerten Grill, wo ich auch mal einen Spieß, wo ich mal ein ganzes Huhn oder mal eine ganze Kalbsachse aufspannen kann und das da grillen kann. Also im Sommer bei solchen Temperaturen, wie wir es jetzt gerade hier haben, gibt es nichts Schöneres, wie im Freien zu sein, in der frischen Luft. Und dann die Aromen, ja, die Grillaromen aufzunehmen. Vielleicht noch etwas Prickelndes zum Trinken dazu und der Tag ist gerettet. Ja, genau, so ist es. Also ich dachte immer, Grillen ist zu einfach für die 3-Sterne-Kategorie, aber ich bin heute mal gespannt, mit dir zu grillen und ein 3-Sterne-Gericht zuzubereiten. Du hast gesagt, es gibt ein Kalbsfilet und einen Barbecue-Lack. Wie machst du den Barbecue-Lack? Ja gut, für den Barbecue-Lack habe ich hier verschiedene Gewürze. Wir haben hier zum einen weißen Pfeffer, wir haben schwarzen Pfeffer, wir haben Madras-Curry, wir haben Fenchelsamen, wir haben Korianderkörner, wir haben etwas Kümmel, haben Sternanis, Gewürznelke, Honig, Paprika und Rotweinessig. Und Rotweinessig. Genau. Und die Gewürze, die kommen jetzt alle in den Mörser, die werden im Prinzip fein gemahlen, wobei das kannst du vielleicht... Das kann ich schon mal machen. Ja. Ich bin ja eher der Mann fürs Grobe. Gebe ich dir das alles mal in den Mörser. Und alles mal richtig schön zerstampfen, damit eben die ätherischen Öle und die Aromen aus den Gewürzen optimal herauskommen. Jawohl, wird jetzt ganz kurz ein bisschen laut. So, und ich gebe schon mal den Honig hier in diese Kasserolle. Denn das Ganze wird nachher mit den Gewürzen, mit dem Honig und dem Essig, wird es auf ca. ein Drittel der Menge wird es einreduziert. Das nenne ich mal Barbecue auf 3-Sterne-Niveau. Guten Appetit.